Guten Tag. Wie du am Mittwoch mitbekommen hast, wir tun Vollfett fasten. Ja, wir tun Vollfett Fettfasten. Ja, heute ist für uns der vorletzte Tag, für dich der Gag kommt gleich. Ja. Eins der letzten Fettfastenrezepte für uns. Wir machen ein Hauptgericht. Ja, und es ist leider vegan. Aber es ist bestimmt lecker und du kannst ja auch Hähnchen dazulegen. Also nicht, wir machen nicht beim Fettfasten. Nein, aber danach. So, ja. Fettfasten vorletzter Tag. Nein, für dich letzter Tag. Also ja, für uns ist heute Freitag, wir machen das bis Samstag, was für dich heute ist. Deswegen ist das für uns vorletzter Tag und morgen gibt es was anderes, also für dich heute. Oh Gott. Oh Gott. Ja. Was gibt's denn heute? Viel zu wenig essen, so wie jeden Tag. Ja. Nee, geht eigentlich. Aber das hier ist zum Glück nicht das, was es den ganzen Tag lang gibt, sondern nur die Hälfte, eine von zwei Mahlzeiten. Das zweite wird nämlich eine Nachspeise für heute Abend, aber dazu später mehr nicht. Vielleicht? Nicht, nein, nee. Wir können die gerne doch machen. Doch, auf Insta. Mehr auf Insta, genau. Ja. Gab es gestern für dich. und da wir immer ganz viel berechnen müssen beim Fettfasten, habe ich keinen Bock mehr, den ganzen Scheiß zu merken. Ich habe eine Liste. Und es ist leider vegan, es tut mir leid. Es tut mir wirklich ein bisschen leid. Ja, was brauchen wir denn? Wir brauchen Zucchini und zwar 200 Gramm. Das müssen wir dann, das ist das Einzige, was wir noch richtig abwiegen müssen, außer dem Fett. Der Rest ist nämlich schon abgewogen. 100 Gramm Avocado, deswegen liegen da so eine halbe und ein Stück. 25 Gramm Oliven, schwarze ohne Kern. Wir haben nämlich vorher die Kerne extra noch rauspopeln müssen, weil ich Depp habe mit Kern gekauft, offensichtlich. Nee, die haben das bestimmt falsch beschriftet. Ja, haben die. Stand im falschen Regal. Genau, das sind nämlich so Kalamazzo, speziell fettige. Genau, richtig. Aber nimm einfach Oliven, das passt schon. Petersilie und Basilikum und ein bisschen Schnittlauch liegt, glaube ich, auch drin. 2, 3, 4 Gramm jeweils, sowas in der Größenordnung. Das zählen wir nicht ganz so exakt. Nee. Getrocknete Tomaten. Hier. Genau, 10 Gramm. Ja. Knoblauch, eine Zehe, 5 Gramm. Hier. Geschält werden das nachher sein. Und 10 Gramm Kokosfett zum Anbraten. Genau. So, und was müssen wir jetzt nochmal? Und Salz. Salz zum Würzen. Und wahrscheinlich nachher noch Pfeffer und Chili für mich. Ja. Aber das wird nicht mitgerechnet. Genau. Und was müssen wir jetzt noch machen? Ach ja, zudeln. Es wird gezudelt. Zudelieren. Wenn du wissen willst, wo es diesen Lurch gibt, es ist kein Product Placement. Wir haben uns den selber gekauft. Wir nehmen den auf eigenen Wunsch, auf eigenen Willen her. Aber wenn du trotzdem wissen willst, wo es den gibt, schau mal in die Infobox. Da ist nämlich ein Link. Genau, also das Ding ist, Gold wert, wenn man öfter Gemüsenudeln macht. Ja. Wobei ich nehme ja den Bandnudeleinsatz öfter her als den da. Ja. Aber heute geht es darum, dass wir optisch mehr Menge haben, weil ja, es ist beim Fettfasten tatsächlich so, dass die Mengen sehr klein sind. Man wird satt, definitiv, auch wenn es nur 1000 Kalorien sind. Also der Bauch wird satt, aber der Kopf nicht immer. Der Kopf wird nicht ganz satt, nein. Also vielleicht kommt auch daher diese Empfehlung mit den 5 Tagen. Mhm. Das, was wir hier jetzt hingestellt haben, das sind übrigens 440 Kilokalorien, also so knapp ein halber Tag. Und Moment, jetzt muss ich ablesen. Fast 41 Gramm Fett, 7,5 Gramm Carbs und 6,8 Gramm Protein. Das macht halt knapp 90% Kalorien aus Fett, 7% Kalorien aus Kohlenhydraten und 6,3 aus Protein. Und es gibt ja nachher noch was anderes. Außerdem hatten wir heute schon ein Bullet mit 10 Gramm Butter und 10 Gramm Kokosöl. Also insgesamt kommen wir dann irgendwie so auf 1050 Kilokalorien heute. Das ist ein Ordnung. Und ich bin irgendwie trotzdem froh, ja, also es geht gut was runter. Ja. Aber ich bin irgendwie trotzdem froh, muss ich sagen, wenn es dann so ab Sonntag, Montag wieder ganz normales Essen gibt oder Dienstag oder keine Ahnung. Ja. Oder zumindest ein bisschen mehr. Die Art stört mich nicht mal. Ich komme mit der Art des Essens echt gut klar. Ja. Was mir fehlt, ist ein bisschen dieser feste Biss. Sie will ein Stück Fleisch zum Reinbeißen. Ja. Oder Fisch oder irgendwas. Ja, und wenn es bloß Brokkoli ist. 199, guck an, 204. Hey, hab ich gut abgeschnitten. Ja, 206 ist absolut in Ordnung. Die sind fertig, jetzt müssen wir den, jetzt schneide ich als allererstes mal die getrockneten Tomaten, weil die kommen nämlich dann direkt hier mit rein, weil die werden dann mit angebraten. Die schneide ich halt einfach nur in Streifchen und vielleicht dann nochmal. Halb durch oder so. Was wir denn täglich jetzt die ganze Zeit so gegessen haben, kannst du sehen auf YouTube, in der YouTube Story. Die sieht man auf dem Handy. Und zwar, wenn du auf dem Handy auf unseren Kanal gehst. Und da hast du oben in der Liste Stories. Wenn ich es hinkriege, ist jetzt gerade hier irgendwo ein Handy eingeblendet. Und da siehst du noch die nächsten bis zu 7 Tage lang, was wir denn gegessen haben. Da haben wir das nämlich reingepackt. Oder alternativ hast du das schon auf Instagram gesehen. Da geht es aber nur für 24 Stunden. Genau. Deswegen schick dich.
Genau, die getrockneten Tomaten habe ich hier direkt mit reingeschmissen. Es wäre natürlich total sexy, wenn die jetzt auch noch rot wären statt braun, aber ich habe halt nur braune gekriegt. Das tut ja, mir. Das ich halt bin ja immer der Einkäufer und dann auch schuld. Die Oliven werde ich jetzt einfach versuchen, irgendwie in Ringe zu schneiden. Die sind nur sehr weich. Ja. Deswegen kann es sein, dass die auch ein kleines bisschen püriert werden beim Schneiden. Du willst die so im Ganzen haben, damit du so Stücke runterschneidest, ne? Ja, ich mag Würfel machen. Genau, das ist das. Es fehlt irgendwie bei diesem Fettfasten irgendwie was Festes im Mund, weil man hat ganz viel Avocado, Eier, Mayonnaise. Es ist alles sau lecker. Und weich, alles und weich. Ja, genau, und das fehlt so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der psychologische Faktor dahinter, dass man da halt einfach dann denkt, man ist nicht ganz satt. Trotzdem von diesen 1000 Kalorien, ja, man ist satt. Also ja. Ich hatte am Donnerstag, hatte ich verdammt viel Hunger, weil da gab es auch keinen Bulletproof. Und wir sind ja auch irgendwie jetzt wieder in Omad abgerutscht, weil irgendwie hat man dann, wenn man einmal am Tag isst, wenigstens eine größere Menge auf dem Teller. Und ich muss sagen, am Freitag, also heute, wie es morgen ist, weiß ich ja noch nicht, also für dich heute, sondern gestern, also Freitag, gab es ja wieder einen Bulletproof. Und ich muss sagen, ich hatte tatsächlich nicht viel Hunger den ganzen Tag. Also es pendelt sich bei mir dann anscheinend später ein. Das wird jetzt dann nachher schön vermischt. Mhm. So, und jetzt muss ich nur noch den Knoblauch. Den mache ich auch nur so in so Scheibchen. Vielleicht einmal grob drüber hacken dann. Der kommt auch erst dazu, kurz bevor die Zwiebeln fertig sind. Mhm, weil sonst wird er bitter, oder? Nö, sonst verliert er zu viel Geschmack. Je später der Knoblauch dazu kommt, desto mehr Knoblauchgeschmack ist ja dran. Weil Hitze zerstört ja dieses Enzym, das am Ende den Geschmack hervorbringt. Mhm. Dann brauchen wir jetzt ein Kochfeld, oder? Genau, und ein Wok. Das Kokosöl schon rein, oder nicht? Ja, schmeiße rein. Okay, das sind jetzt 10 Gramm Kokosöl. Genau. Vielleicht, weil da hängt gerade noch ein bisschen was drin. Also man wird ja bei diesem Fettfasten, schlägt man tatsächlich den Teller aus. Ja, weil sonst wird man ja nicht satt. Genau. So, und ich habe mir überlegt, wir machen das jetzt tatsächlich relativ kurz und relativ heiß, weil sonst werden ja die Zucchini am Ende matschig, das wollen wir ja auch nicht. Genau. Man könnte jetzt noch Chilis dran tun. Ja. Ich werde tatsächlich noch Chili-Flocken dann später ich dran vermute tun. Vermutlich auch. Und du könntest jetzt vielleicht gleich hier drin die Oliven und die Avocados vorsichtig durchmischen, so dass du nicht so viel rummatscht. Und ich würde es auch, ja, und ich würde es auch leicht salzen. Mhm. Ja. Das könnte ich auch schnell machen. Und das ist auch das erste warme Essen, das wir jetzt seit Mittwoch, Seit Dienstag haben, ja? Ja. Deswegen trinke ich vielleicht zu viel Kaffee. Es ist aber auch warm draußen, also. Ja. Hat das jetzt nicht so gestört. Und ich bin auch so frei und stoße hier ein paar Mal die Nudeln durch, weil da sind schon ein paar verdammt lange dabei. So, und jetzt kommt nur noch der Knoblauch dazu. Das war jetzt echt kurz. Ja. Aber die Zucchini müssen ja nicht durchgegart werden oder sowas, damit die irgendwie einen besonderen Geschmack kriegen oder sowas in der Richtung. Oder die sollen nur warm sein. Die sollen nur ein bisschen warm sein. Genau. Das reicht auch völlig dann. Und ein ganz guter Tipp, nimm kleine Teller, weil auf kleinen Tellern sehen kleine Portionen einfach größer aus. Genau. So, was mit den Kräutern? Die hacke ich jetzt dann gleich, während du das Zeug da drauf tust. Mhm, wenn ich das schön anrichte. Genau. Also so. Jetzt schon, ne? Ja, genau. Es ist schon soweit. Okay, ja. Du darfst. Die Kräuter sind übrigens für beide Portionen, das heißt, da kommt jetzt nur ein Teil davon. Wobei, da würde ich ganz ehrlich sagen, nimm so viele Kräuter, wie du magst. Die ja, machen, die... Also, wenn du jetzt nicht gerade 100 Gramm Petersilie nimmst oder sowas, was ich im Übrigen auch gar nicht empfehlen würde, wegen Oxalsäure. Ja, man macht auch die Pfannen und alles ganz sauber. Ja, aber das ist das einzige Essen. Das ist eigentlich bescheuert. Du hast unsere Nachspeise in einem Glas angerichtet. Ich krieg da meine Zunge nicht rein. Aber mit dem Finger. Nein, meine Hand ist größer. Und das da natürlich ist da drauf. Genau, so, das darf die Fotografin anrichten, okay, wie sie mag. Jetzt darfst du noch Kräuter drüber streuen, mein Schatz. Darf ich noch Kräuter drüber streuen? Okay. Ja. Alle, ne? Weil das ist ja einkalkuliert. Das ist ein sehr grünes Essen. Ja. Und das ist unsere Portion für heute. Genau. Also pro Nase, ne? Also das ist meins oder seins. Und genau. Und das essen wir jetzt? Das essen wir jetzt. Also, genau. Ja, wir probieren das jetzt nicht. Komm, wir gehen mal kurz auf die Endcard. Wir haben heute eine leichte Komplikation, weil das ist ja die Portion von einem von uns beiden und das Ganze läuft ja ganz genau auf die Kilokalorien raus beim Fettfasten. Wir wollen das ja richtig machen und deswegen werden wir jetzt nicht probieren, sondern
jetzt dann gleich. Und ob uns das dann geschmeckt hat, siehst du jetzt. Live aus unserem Wohnzimmer. Das ist jetzt wahrscheinlich mit dem Ton etwas komisch, aber egal. Ja. Wir wollen ja wissen, wie es Essen schmeckt. Genau. Soll ich mal anfangen? Ja, fang mal du an, weil ich bin Kameraständer. Ich halte das gerade im Vlog-Mode. Ja. Mhm, lecker. Ja? Jetzt kann ich, kann man essen. Für mich fehlt Chili, aber das war klar. Ja, das kommt ja jetzt noch extra drüber. Ja, ich werde jetzt. Du warst gerade unscharf. Entschuldigung, ich bin immer ein bisschen unscharf. Nein. So, jetzt probiere ich auch. Boah, lecker. Ja, also ich mag's. Ich würde sagen, wir tun jetzt essen. Genau, in größerer Menge und irgendwann nächste Woche oder übernächste Woche mit vielleicht nochmal probieren. Nee, Garnelen. Oder Garnelen mit beiden. Ja. Mit und, Hühnchen und mit Garnelen. Und ein bisschen Kokos. Und ein bisschen Kokos. Wow. Gell. Mhm. Und ich würde sagen, wir geben jetzt ab in die Vergangenheit. Also es riecht ja schon mal lecker. Ich glaube, es hat uns jetzt gerade auch geschmeckt. Ja, wahrscheinlich. Also riechen tut's gut. Ja. Ob es uns geschmeckt hat, kannst du ja jetzt besser beurteilen als wir jetzt gerade. Aber für uns ist das ja in der Zukunft. Oh, Zeitspiele. Oh, schwierig. Ja, da das aber für uns jetzt kalt wird und vorher dann kalt war. Boah, ich würde sagen, du gehst einen Kommentar schreiben, ob dir denn das Rezept so gefällt, ob du das auch so essen würdest, ob du auch Fettfasten machen würdest und ob du dir noch weitere Fettfasten-Rezepte wünschen würdest. Da ist eine Kamera ausgegangen. Und noch eine. Genau. Schreib das in die Kommentare, wenn du das nicht verpassen willst, wenn wir denn dann vielleicht weitere Fettfasten-Rezepte rausbringen. Dann drückst du da unten auf den Abonnieren-Knopf und daneben auf das Glöckchen, damit YouTube dich benachrichtigen kann, wenn das denn der Fall ist. Genau. Es war jetzt ganz viel Wenn und Aber und so weiter, ne? Genau. Ohne Wenn und Aber, wir gehen jetzt essen. Ich habe nämlich Hunger. Genau. Das Rezept, nicht so viel wie Sie, aber ich habe auch Hunger. Das Rezept in Textform findest du im Blog und den Link dazu in der Infobox. Ja, ich habe mal wieder die Hälfte vergessen, ne? Nö, passt. Okay. Alles gut. Bis dann. Wir gehen jetzt essen. Tschüss. Tschüss.